Die bäuerliche Flachskultur war 1978, als diese Aufnahmen entstanden, schon weitgehend unbekannt und wurde für die Dokumentation nachgestellt. Vor der Flachsaussaat muss der Ackerboden gründlich vorbereitet werden. Nachdem man im vorausgegangenen Herbst den Boden gepflügt, gelockert und gedüngt hat, wird nun das Feld mit der Walze und der Egge zurechtgemacht. Bevor der Leinsamen ausgesät wird, müssen die Erdplatten mit der Hacke zerkleinert und das Feld von Steinen befreit werden. Der in Leinensäckchen zurückbehaltene Leinsamen aus dem Vorjahr wird in eine Schüssel umgefüllt, damit er beständig und in gleicher Menge rhythmisch auf das Feld gestreut werden kann. Um die Samen tief genug in den Boden zu bringen, wird nun geeggt und der Samen mit einer Holzwalze festgedrückt. Eine Schicht Mist düngt das Feld und hält die Feuchtigkeit im Boden. Wenige Wochen nach der Aussaat ist der Flachs handhoch gewachsen. Nun muss mit einem Stecheisen das Unkraut gejätet werden, damit der Flachs gleichmäßig wächst. Im August steht der Flachs, der im Mai ausgesät wurde, in voller Blüte. Auf den Stängeln sitzen die weißen oder himmelblauen Blüten, aus denen sich nach wenigen Wochen die Samenkapseln entwickeln. Ungefähr 100 Tage nach der Aussaat kann der Flachs im September gerupft werden. Dazu wird die Pflanze mitsamt der Wurzel ausgerissen, um möglichst lange Fasern zu erhalten. Die Bündel werden zusammengebunden und anschließend an Gerüsten getrocknet, damit die Halme austrocknen und die Samenkapseln nachreifen. Nach zwei Wochen kann der Flachs zu Gebinden zusammengefasst und heimgefahren werden.